Smartphone defekt? Runtergefallen? Display kaputt? Die schnelle Handyreparatur. Zuverlässig vom Fachmann. Von einem Werktag auf den anderen. Und mit Termin sogar sofort. Jetzt klicken oder anrufen. Mokus in Laufen. Und somit zurück. Und somit zurück aus Heilbronn, aus der Kolbenschmidt Arena. Die Eisbären führen weiterhin mit 4:0 gegen die Stuttgart Rebels. Und ein Zwischenergebnis aus Hügelsheim. Es steht 4:3 für Hügelsheim. Die Ravensburger sind wieder ein bisschen rangekommen. Ja, sind wir mal gespannt, was da jetzt, die sind noch im zweiten Drittel, sind wir mal gespannt, was da jetzt im dritten Drittel auf uns zukommt. Ein Sieg für die Ravensburger wäre auf jeden Fall für die Eisbären auch sinnvoll. Aber so wie die Eisbären gerade spielen, sieht es für sie ziemlich gut aus mit den Playoffs. Hätte man ja vor ein paar Wochen noch nicht gedacht. Die Tabelle vor dem heutigen Spiel sah folgendermaßen aus: Bietigheim auf Platz 1 mit 43 Punkten, gefolgt von Zweibrücken mit 39 Punkten und danach die Eisbären mit 35 und ebenfalls Hügelsheim auf Platz 4, nur wegen der Tordifferenz etwas schlechter auf Platz 4 mit 35. Dann Eppelheim mit 33 Punkten und Ravensburg mit 32 auf Platz 6, Stuttgart auf Platz 7 mit 23 Punkten, das heißt, die haben sich auch aus dem Playoff-Kampf verabschiedet. Mannheim und Freiburg schon etwas länger, mit Mannheim mit 13 und Freiburg mit 11 Punkten. Ja, wie gesagt, Sieg für die Ravensburger, natürlich für die Eisbären. Besser würde ich mal behaupten, weil Hügelsheim mit einem Sieg aufgrund der Tordifferenz wahrscheinlich weiterhin hinter den Eisbären, aber Ravensburg würde nur den Platz einnehmen aufgrund der Punkte. Deswegen würde ich mal behaupten, für die Eisbären wäre das deutlich besser, wenn Ravensburg hier gewinnt. Und für Ravensburg wäre es natürlich auch besser. Die Waffeln werden heute verkauft von der Jugend und wenn auch ihr Bock habt, Eishockey zu spielen, meldet euch einfach an unter HEC, also unter heilbronner-eishockeyclub.de, müsstet ihr die Daten finden. Das ist natürlich immer ein cooler Sport. Auch vor allem in Heilbronn mit den Eisbären in der Regionalliga, vielleicht irgendwann, wenn man mal träumen darf, in der Oberliga. Je nachdem, wie sich das jetzt mit der Hallensituation verhält, die nächsten Jahre voraussichtlich nicht. Aber vielleicht irgendwann. Und Fakt ist, dass die Eisbären, dass die Falken in Liga 2 sind. Da im Mittelfeld, das heißt, die werden auch dieses Jahr wieder in der zweiten Liga bleiben und nächstes Jahr wieder oben spielen. Ist natürlich dann immer gut für die Jugendspieler. Jetzt hier mit dem neuen Konzept, mit dem Zusammenschluss der Eisbären und des, der Jugend des HECs. Unter dem neuen Namen HEC Eisbären Heilbronn. Ist natürlich gut, dann kann man in der Jugend spielen. Und die letzten Jahre war es dann so, wo die Falken nicht mehr das erste Team war der HECs. War es so, dass die Jugendspieler danach entweder zu den Eisbären wechseln mussten, in Anführungszeichen wechseln, oder halt nach Bietigheim oder in diese Richtung gehen, um oben mitspielen zu können. Und mit dem Zusammenschluss jetzt gehen sie natürlich direkt zu den Eisbären über. Sind wir check hier. Natürlich
direkt zu den Eisbären über und dann vielleicht irgendwann, wenn es gut läuft, den Sprung in die zweite Liga und vielleicht dann in die erste Liga nach Mannheim zu schaffen. So der Plan. Geht natürlich schlechteres als an einem DL2-Standort zu spielen. Schöner Schuss von Krebs. Und ja, gehen wir aber zurück aufs Spiel. 8 Minuten 13 noch zu spielen in diesem Spiel. Der nächste Aktion der Eisbären ist auch stark gespielt. Von Benjamin Brodzicek. Nee, von Daniel Prendle war es. Schöner Check hier der Stuttgarter. Würde mich jetzt echt mal interessieren, was hier der Stuttgarter gut gehalten, was hier der Stuttgarter Trainer zu seinen Jungs gesagt hat in der Drittelpause. Auf jeden Fall, was ich sicher sagen kann, ist, dass ein Arzt gesucht wurde für die Eisbärenkabine. Hoffen wir nicht, dass da sich jetzt noch irgendeiner verletzt in dieser wichtigen Phase der Saison, wenn es Richtung Playoffs, wenn es Richtung Kampf der Playoffs geht. Natürlich jeder Spieler wertvoll. Schön von Pipa. Bin jetzt mal gespannt, wie die Stuttgarter hier in dieses Drittel gehen. Schöner Schuss von Rauch. Wie sie hier reingehen, ob sie jetzt hier auf vollen Angriff stellen, um vielleicht noch das nächste oder die nächsten 4 Tore, besser gesagt, zu schießen. Oder ob man hier lieber abwartet, dass man vielleicht ein paar Konter kriegt. Icing jetzt erstmal gepfiffen. Sechs Minuten 41 noch zu spielen. Schauen wir doch einfach mal auf den nächsten Weg für die Eisbären, auf die nächsten Spiele für die Eisbären. Heute die Stuttgart Rebels, dann nächste Woche am 10.02. auswärts in Ravensburg. Bin da auch mal gespannt, wie es da laufen wird, wie die Ravensburger sich da schlagen werden gegen unsere Eisbären. Dann das letzte Heimspiel der regulären Saison am 15.02. um 20 Uhr hier daheim. Gegen die Artgenossen aus Eppelheim, gegen die Eisbären Eppelheim. Ja, ist ja auch ein direkter Playoff-Kandidat. Der direkte Konkurrent muss natürlich auch geschlagen werden. Und dann, meiner Meinung nach, die schwierigste Aufgabe geht es am 17.02. um 17 Uhr nach Bietigheim-Bissingen zum Derby. Wäre natürlich wichtig, wenn man die Playoffs erreichen sollte, mit einem Sieg in diese zu starten gegen Bietigheim. Die ja durchaus, je nachdem welche Platzierung die Eisbären jetzt hier bekommen, dann im Halbfinale oder Finale auf die Eisbären warten würden. Letztes Jahr ja die Meisterschaft geholt nach Bietigheim. Da war ich auch bei einem Spiel der großen Steelers, wurden sie auch in dem Stadion empfangen der zweiten Liga. Fand ich auch eine ganz coole Aktion. Da wurden sie aufs Eis geholt mit dem Pokal. Die Fans haben sie hier gefangen. Fand ich cool. Schreier. Minuten 30 jetzt hier noch zu spielen. Schön mitgespielt von Andrea. Ich finde, bei Andrea merkt man hier ganz gut den Unterschied zwischen einem Profi-Torhüter und, nennen wir es mal, Amateur-Torhüter. Wenn man jetzt sieht,
der letzte Torwart der Eisbären, Franciszek Gisztor aus der Jugend des Heilbronner Eishockey-Clubs. Der hat die Pucks oder auch wie es viele andere Goalies in der Liga machen, abgefangen, geschaut, ob man ein Zuspiel kriegt, und wenn man es nicht kriegt, lieber die Hand auf den Puck, bevor man hier unter das Bulli erzwingt, bevor man hier den Puck verliert. Und Andrew Herr hat eine sehr, sehr gute Spielübersicht. Bringt hier viele Pucks zurück ins Spiel, schnell nach vorne auch wie vorher mit dem Assist. Ist sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr hilfreich auch für eine Mannschaft, wenn ein Goalie da ein bisschen mitspielen kann und die Pucks schnell nach vorne bringt. So kriegt man natürlich schneller einen Konter. Und ja, macht bisher seine Aufgabe sehr, sehr gut für die Eisbären. So wie es momentan aussieht. Vielleicht sogar den zweiten Shutout, den dritten in dieser Saison, den dritten hintereinander. Ja, das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Fakt ist, dass es 4-0 steht. Dass den Stuttgarter momentan nichts Richtiges einfällt, hier den Eisbären irgendwie gefährlich zu werden. Aber es ist natürlich auch jetzt Endphase in den Playoffs. Du musst dich da auch mal in die Stuttgarter Spiele reinversetzen, du kannst die Playoffs nicht mehr erreichen. Du liegst 4-0 zurück, kriegst 3 Tore in halt einer Minute. Aber für das, dass sie die Playoffs nicht mehr erreichen können, spielen sie trotzdem sehr, sehr gut noch. Das ist natürlich dann auch ein Unterschied, ob du, also für die nächste Saison, ob du hier mit noch mehr Niederlagen rausgehst oder vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mitnimmst auf dem Weg. Sympathischer Verein in Stuttgart, muss man dazu sagen. Haben wir auch ein Livestream-Team, vielleicht schaut ja jemand von denen zu, dann sagen wir auch an die herzlich willkommen. Und ja, sympathischer Verein, haben sie jetzt hier auch eine relativ ansehnliche Fankulisse. Er spielt, 500 Zuschauer, glaube ich, sind so im Schnitt da bei den Stuttgarter Rebels. War ja bei uns eine Zeit lang anders. Bei uns kam eine Zeit lang 1000 im Schnitt, wenn ich da vor drei Saisons denke. Aber heute sieht es eher nach 300 aus. Macht natürlich gleich einen Unterschied, ob du dann in einer kleineren Arena wie Stuttgart bist. Da sind 300 gleich mehr aus wie hier in Heilbronn, wo ich glaube 3.500, 4.000 reinpassen. Da sind 200 natürlich nicht viel aus, aber ist natürlich auch schade. Jetzt Mut in einem Tor. Schöner Pass auf Williams, der kann ihn nicht bekommen. Aber auch der Stuttgarter Goalie spielt gut mit und bringt den Puck sofort wieder nach vorne, aber wieder abgefangen von den Eisbären. Auch heute nach dem Spiel wieder die Wahl zum Spieler des Abends. Könnte ich momentan gar nicht sagen, wenn ich dabei den Eisbären wählen würde. Jetzt schön gemacht vom Pieper. Schön, aber auch gut, wieder gut gehalten von Andreas Rädt, der das echt gut macht hier als Backup-Goalie. Bis auf die 3 Tore. Nicht wirklich viel zugelassen. Elf, 2:28 noch zu spielen. Ehe man hier als Sieger vom Eis geht. Aber soweit wollen wir natürlich noch nicht vorausschauen. Aber momentan sieht es sehr, sehr gut aus. Schreier, Vogler, Rupp, Breiter und Kolmar wieder auf dem Eis. Wieder die Top-Reihe der Eisbären. Aber Bulli gewinnt für Stuttgart. Vogler mit dem Puckgewinn und schöner Diagonalpass auf Breiter, der bekommt ihn über die Bande, Pass zu Rupp kommt nicht an, aber Schreier holt ihn sich zurück, legt hier ab, aber Eisle erspitzelt hier den Puck und jetzt geht's ab nach vorne, groß in der Mitte, Aschi muss da selber schießen, dass sich Vogler hier querlegt. Gut gespielt von Vogler, der sich da
auf das Eis schmeißt. Jetzt wieder Steinke. Aus Miller. Miller geht dann nach vorne. Andrew Herr steht wieder auf dem Posten. Und kann da mit seinem Schläger den Puck wegschlagen. Jetzt die Eisbahn im Konter. Rupp wird da gestört von den Stuttgartern. Somit bleibt es beim 4:0. Eisle drückt da Steinke an die Bande, um den Puck hier zu gewinnen. Klappt auch im ersten Moment. Klappt auch im zweiten Moment. Und jetzt geht es wieder nach vorne für Stuttgart. Daubner bleibt dran. Sehr gut gemacht. Bringt ihn da tief in das Tor. Schön gespielt für die Stuttgarter. Aber Andrew Hare bleibt er lange unten, bleibt lange stehen am kurzen Pfosten. War auch wichtig, denn der Stuttgarter Wildner stand hier einschlagsbereit, einschussbereit. Und der wäre drin gewesen, wäre Andrew Hare hier nicht auf dem Eis unten geblieben. Sehr schön gespielt von den Stuttgartern, aber ohne Erfolg. Stuttgart immer noch im Angriff, hier geht es wieder hinter das Tor. Steinke mit dem Puck gewinnen. Bringt ihn aber nicht rauf. Jetzt aber Rupp im Angriff. Ja, die Eisbären jetzt einen Gang zurückgeschalten, nach den drei Toren in einer Minute. Den Gang zurückgeschalten, relativ entspannt jetzt, lassen sie ja das Spiel angehen. Aber lassen es hier auch nicht brenzlig werden. Ja, HNX-TV heute nicht im Stadion, heute nehmen sie auch nicht das Spiel auf, sondern wir übernehmen heute mal die Zusammenfassung. Das heißt, die Zusammenfassung gibt es auf unserer Seite, auf unserer YouTube-Seite. Oh, aber es lohnt sich trotzdem bei HNX-TV vorbeizuschauen, viele andere Sportarten, unter anderem Basketball, Ringen, Kunstturnen, Fußball noch die Kreisklasse, glaube ich. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Der Micha, der normalerweise mit mir kommentiert, liegt heute krank im Bett. Natürlich auch nochmal alles Gute und gute Besserung. Damit er schnell wieder fit ist und natürlich vielleicht sogar am Sonntag wieder hier dabei sein kann bei den Falken. Macht ja für das Echo auch die Beiträge von den Falken, die Interviews mit den Fans. Sehr coole Aktion. Ja, am Sonntag, wie gesagt, die Falken daheim gegen Frankfurt, auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel für die Falken. Da wird es auf dem Gästeblock, wo jetzt gerade unser Fanclub Oldschool steht, richtig voll. Denn Frankfurt hat sich trotz Super Bowl einen Fanzug zugelegt, kommt mit einem Fanzug und ca. 600 Fans, deswegen das Spiel auch schon um 16 Uhr. Und natürlich das größte Sporthighlight des Jahres, das größte Sportevent der Welt, der Super Bowl. In der Nacht von Sonntag auf Montag, muss man am Montag wahrscheinlich dann die Krankmeldung einreichen, wenn man das schauen will. Schauen wir mal, wer da gewinnt. Aber wieder zurück zum geilsten Sport der Welt, wieder zurück zum Eishockey. Und noch 6 Minuten 40 hier zu spielen. Das Spiel jetzt nicht besonders spannend, nicht besonders schnell. Schreier mit dem Puckgewinn, der springt hier über die Bande raus. Aus dem Spielfeld, raus auf die eigene Bank und somit der Bulli vor dem Heilbronner Tor.
Die Stuttgarter wieder im Angriff. Baku setzt ihn neben das Tor. Er hat zu wenig Schüsse hier aufs Tor. Die meisten gehen entweder direkt auf Andrew Herr, der dann relativ zentral steht, oder am Tor vorbei oder drüber. Zu wenig wirklich effiziente und gefährliche Torschüsse für die Stuttgarter hier, um den Eisbären nochmal gefährlich zu werden. Eisele, der bisher ein sehr gutes Spiel macht, bei den Rebels immer aktiv, immer auf dem Eis, immer am Puck. Also in ihm liegt es halt auf keinen Fall, dass es hier 4-0 für die Eisbären steht. Schöner Check. Jetzt hier aber die Strafzeit gegen Stuttgart. Abert wird es treffen. Silas Abert trifft sie, er kriegt hier den Haken, wenn ich das richtig gesehen habe. Vom Schiedsrichter und somit 2 Minuten Überzahl für die Eisbären nach diesen 2 Minuten, wenn sie die überstehen, die Stuttgarter. Noch 3 Minuten 18. Zu spielen. Ich denke nicht, dass Stuttgart jetzt hier noch 4 Tore schießt oder gar 5 in diesen 5 Minuten. Aber wenn jetzt die Eisbären dieses Tor noch machen, was sie nicht machen. Da Andreas Rädt wieder gut hält. Ja, sollten die Eisbären jetzt noch ein Tor machen, ist das Ding sicher durch. Und so würde ich auch sagen, dass es hier ziemlich sicher durch ist. Wie gesagt, 5 Minuten 10 noch zu spielen. Die Eisbären führen 4-0. Die Stuttgart heute nicht wirklich effizient, wenn man so sagen kann, nicht wirklich torgefährlich, um hier nochmal den Eisbären alles abzuverlangen. Schön gedacht hier von Breit, aber der kommt nicht durch und somit Puck tief. Andrew Herr spielt wieder mit. Ist das, was ich vorher angesprochen habe. Vogler im Angriff, jetzt auf Rupp, kein guter Pass. Aber die Eisbären bleiben im Puckbesitz. Schreier auf Williams, der hat hier wieder den Annahmefehler drin. Vogler auf Schreier erneut. Der auf Rupp fährt jetzt hinter das Tor, sucht die Anspielstation auf Schreier zurück. Vogler, die Eisbären haben es jetzt natürlich nicht mehr wirklich schnell. Versuchen jetzt hier in ihre Power Play Aufstellung zu kommen. Schaffen das, aber bringen die Diagonalpässe nicht an. Somit bringt Sugar den Puck raus. Die Eisbären müssen aufbauen, müssen neu ihre Aufstellung finden. Vogler geht jetzt zum Wechseln. Metz sitzt auf dem Eis für ihn. Jetzt hier auch am Punkt. Schießt einfach mal drauf, aber zu zentral. Andreas Rädt steht gut, geht runter. Keine große Herausforderung für ihn. Tölz gegen Falken ist beendet. 2-1 gewinnt Tölz. Natürlich auch nicht wirklich sonderlich gut für die Falken im Kampf um die Replayoffs und die Playoffs. Und Hügelsheim führt 5-3 gegen Ravensburg. Und da sind jetzt noch 10 Minuten ungefähr zu spielen. Schöner Pass vors Tor. Aber Andreas Rädt steht wieder da. Kann ihn mit der Schulter wieder rausholen. Andrew Herr spielt da wieder super mit, das habe ich vorher auch angesprochen. Aber kann ihn nur klären. Die Stuttgarter werden diese Strafzeit hier unbeschadet überstehen. Jetzt sind sie wieder komplett. Der Stuttgarter Spieler kommt zurück aufs Eis. Und ja. Schreier auf Sören Breiter, aber Wied fängt ihn hier ab, geht jetzt nochmal an die Seite, um den Puck reinzuspielen. Strafzeit angezeigt, Strafzeit wird es geben gegen die Eisbären. Ja.
Gegen was habe ich da nicht gesehen? Wen es hier trifft, kann ich auch nicht so ganz erkennen. Aber ja, 2 Minuten 42 noch zu spielen. Gibt nicht mehr wirklich viel zu sagen zum Spiel. 4-0 für die Eisbären. Ich denke, an dem Ergebnis tut sich jetzt nicht mehr viel. Es wäre somit der dritte Shutout in Folge und somit überhaupt der dritte für Andrew Herr. Der letzte Heimspiel, wenn ich es richtig weiß, auch Spieler des Spiels geworden ist. Jetzt Arbeit. Und die Stuttgarter versuchen jetzt hier nochmal alles dagegen zu setzen, dass Andrew Herr diesen Shutout kriegt. Der Puck geht wieder raus. Ja. Beide Mannschaften spielen da jetzt so ein bisschen das Spiel runter, die Eisbären weniger als die Rebels, die hier noch ein bisschen was versuchen. Aber die Eisbären wissen natürlich, dass es hier jetzt voraussichtlich nicht mehr wirklich gefährlich wird für sie. Und somit auch einen Gang zurückgeschalten. Jetzt muss man natürlich gucken, dass sich keiner mehr verletzt. Keine unnötigen Schlägereien, keine unnötigen Fouls mehr, keine Spielsperren. Aber das wird auch gar nicht zum Spiel passen. Allgemein sehr fair, sehr ruhiges Spiel. Einige Strafzeiten, manche auch zu viel meiner Meinung nach. Aber bei einem 4-0 kann man darüber natürlich hinwegsehen. Ja, diese 3 Tore in einer Minute an den Stuttgarter natürlich das Genick gebrochen. Im ersten Drittel meiner Meinung nach sogar vielleicht ein bisschen besser die Mannschaft, die bessere Mannschaft. Aber relativ ausgeglichen. Und dann im zweiten Drittel mit 1-0 in Führung gegangen, die Eisbären. Dann wieder ein bisschen zurückgezogen und dann aber knallhart zugeschlagen mit 3 Toren in einer Minute. Und das bricht dann natürlich das Genick. Dann die Stuttgarter froh gewesen, als es dann in die Pause ging. Aber sind jetzt auch nicht sonderlich stärker aus der Pause zurückgekommen, haben jetzt hier die höheren Spielanteile, mehr Puckbesitz im gegnerischen Drittel, aber davon kannst du dir natürlich auch nichts kaufen. So, jetzt werden natürlich hier auch die Eisbären-Fans ermutigt zum Aufstehen. Kann man auch mal Standing Ovations geben nach so einem Spiel. Jetzt noch 1:20 zu spielen. Ja, ich denke, wie gesagt, er wird jetzt nicht mehr viel tun. Andreas Rädt hier nochmal den Puck im Spiel gehalten. Sekunden noch. Heilbronn wieder komplett. Auch diese Unterzahl überstanden. Krebs jetzt hier nochmal mit dem Konter, aber natürlich auch nicht mehr mit letzter Konsequenz. Wie gerade durchgesagt, das nächste Heimspiel für die Eisbären. Und vor allem das letzte in der regulären Saison. Am 15.02. um 20 Uhr hier in Heilbronn. Jetzt geht hier schon die Musik an. 10 Sekunden vor Schluss, so lang sind wir natürlich noch nicht. Er schmeißt hier nochmal den Puck weg. 1-0, das war's. Die Eisbären Heilbronn gewinnen mit 4-0 gegen die Stuttgart Rebels. Ja, was bleibt zu sagen, solides Spiel der Eisbären. Das nächste gegen Eppleim wird nochmal eine andere Ausnummer meiner Meinung nach. Aber ja, hoffen wir natürlich auch da auf einen Sieg für unsere Eisbären. Jetzt sind wir noch kurz gespannt, wer hier Spieler des Abends wird. Wir bleiben natürlich noch drauf auf den Spieler des Abends.
Jetzt sind wir mal gespannt, wer da als Spieler sein wird. Patrick Eisler wird hier Spieler des Spiels, verdient meiner Meinung nach. Ziemlich solides Spiel von ihm. Kriegt da den Sixer-Bier, der wird natürlich heute Abend wahrscheinlich nicht gleich gekillt. Vielleicht als Frustbier, aber sicherlich nicht zum Feiern. Maras, der Spieler des Spiels bei den Eisbären auch hier, hätte ich jetzt keinen klaren Sieger, keinen klaren Spieler des Spiels sagen können. Vasilos Maras ist es geworden, verdient. Unsere Fans packen nochmal alles aus. Aber wir hoffen natürlich auch, es hat Ihnen gefallen, wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder zu. In zwei Wochen ist, glaube ich, gegen Eppelheim. Wünschen euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und an die Mitfahrer von Stuttgart eine gute Heimfahrt. Habt's gut gemacht. Wir gehen kurz noch in die Werbung und verabschieden uns dann. Bis nächste Woche oder bis zum nächsten Spiel. Ciao. Unglück mit dem Handy oder dem Tablet ist schnell passiert. Jetzt gibt es Hilfe vom Profi ganz in ihrer Nähe. Schau mal hier. Bei Hannas Handy ist das Display gebrochen. Bei Martins ist die Rückseite kaputt. Celinas hat einen defekten Lautsprecher. Mikes Handy ein funktionsloses Mikro. Bei Toms ist die Ladebuchse kaputt. Tinas Handy lässt sich nicht einschalten und bei Katis ist der Akku schwach. Jetzt ist guter Rat teuer. Nicht bei uns. Wir sind Mokos. Mobilfunk, Full Service. Die Mobilfunkprofis aus Laufen. Wir reparieren selbst. In der eigenen Profi-Werkstatt. Hochwertig, schnell und zuverlässig. Unser Motto, erreichbar bleiben. Deshalb gibt es diesen Top-Service meist von einem Werktag auf den anderen. Mit Termin sogar sofort. Ohne Aufpreis. So sind alle wieder glücklich und zufrieden. Darum gleich zu Mokos. Mobilfunk Full-Service. Mokos, Laufen, Bahnhofstraße 21. Jetzt vorbeikommen, anrufen oder Kontakt aufnehmen. mokos.de